Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei Mario und Luigi Superstar Saga und wir haben im letzten Part, der ja schon ein wenig her ist, hier diese neuen Hammerfertigkeiten gelernt, haben hier die Weine geholt oder die Gläser, keine Ahnung, müsst ihr jetzt zurückbringen. Oh, der rote Kelch und der grüne Kelch. Ihr habt die beiden Kelche gefunden. Fabulös! Da ihr die Hammeraktion jetzt perfekt beherrscht, können wir euch nichts mehr beibringen. Wohlan, ihr werten Herren. Betretet den Wald und findet die legendäre QW extrem. So, ja, sehr gut. Jetzt können wir in den Wald und können, wie die schon sagten, da das legendäre Zeugs finden, denn wir haben ja noch einen Auftrag. Wir müssen ja hier noch jemanden retten und das probieren wir einfach mal an der Stelle. Krasser Sound, ey. Oh, da kommen wir sogar hoch, sehr gut. Krasser Sound. Hört sich ein wenig abgespaced an. Ich würde es gerne ein wenig leiser auf meinem... Dankeschön. Ich würde es gerne ein wenig leiser auf meinem Kopf machen. So. Das ist wahrscheinlich ein Gegner. Erstangriff erfolgreich. Ja, wegen den Stimmen und so, ich werde mich ein wenig zurückhalten müssen. Weil ich ein wenig noch... Ne, ihr Hals und so... allerdings muss ich ja auch jetzt ein wenig vorproduzieren und ich würde gerne Mario und Luigi wieder täglich bringen, damit es zum einen schnell vorbeigeht, nicht weil es schlecht ist, sondern einfach damit schnell rumgeht, also was heißt schnell, ne? Aber damit es nicht so ein 5, 6, 7 Monate Projekt wird, sondern halt 1, 2 Monate, keine Ahnung, damit man halt vorankommt. Ach so. Boah, mein PC ist gerade mega laut. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber naja. Soll uns nicht weiter stören. Nur 7 Damage. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Boah, das war knapp, aber egal. Ja, ich glaube, es waren keine richtigen Treffer, oder? Ich weiß es nicht. Macht Luigi so wenig Damage? WTF? Oh, fuck. Man sieht übrigens, wo die kommen, aber ich springe trotzdem mit beiden, weil es einfach gemütlich ist. Ja, vielleicht... Oh, der ist schon direkt draußen. Was habe ich jetzt... Komisch. Nein! Ah, es hat trotzdem gereicht. Gut. Er ist nicht auf die Fresse gefallen. Wenn er auf die Fresse fällt, kann man trotzdem hochspringen beim ersten Mal, weil man einfach beim zweiten... Man hat genug Zeit, um zweimal hochzuspringen. Wenn er angreift und hinfällt, dann reicht der Erstangriff trotzdem. Naja, ich hoffe, dass mein Controller hält. Der hat einen richtig krassen Wackelkontakt jetzt. Das ist schlimm. Eventuell habt ihr gerade auch den Windows-Sound gehört, also vor 2 Minuten oder so, keine Ahnung. Ja, wir müssen prinzipiell gegen die kämpfen, weil wir leveln müssen. Von daher, wir lassen hier nichts aus, wir kämpfen. Und wenn es eine Kampffolge wird, dann ist es halt so. Sind aber auch nur 2 Gegner, von daher sollte relativ schnell gehen. Der kommt bei Mario. Ja, und der da unten ist noch betäubt. Natürlich kein Sprung, Luigi, ich bitte dich. So, und der kommt bei Luigi. Ah, wunderbar. Und zack, wunderbar gekontert. Dann probieren wir mal, den auch rauszuholen. Reicht noch nicht, dann gehen wir nochmal auf ihn drauf, obwohl wir den oberen natürlich töten könnten. Jetzt werden wir 2-mal angegriffen, aber ich gehe... Oh, naja, die machen kein Damage. Das ist das Gute an der ganzen Sache. Zack, 16 Damage. Ja, wahrscheinlich das mit dem Damage. Ich darf gar nicht so darauf achten, dass Luigi so wenig macht, sondern dass die Gegner verschiedene Verteidigungswerte haben. Da muss ich vielleicht auch ein wenig drauf achten. Damit man das einfach nicht vergisst, weil, ja, es ist halt einfach so. Die Gegner haben verschiedene Verteidigungswerte. Von dem her macht man halt bei dem einen mehr Damage, bei dem anderen weniger. Ist nicht bei jedem Gegner gleich. So, der kommt bei Mario. Wunderbar. Und er geht... Ah, sehr gut. Und der da hinten ist noch paralysiert. Dann gehen wir mal mit dem Hammer hier auf den hinteren, der noch frisch ist. Oder der schon frisch ist, besser gesagt. Mit beiden wieder, damit der rauskommt. Oh, ein kritischer Treffer. Wunderbar, Luigi. Und Luigi. Sehr schön ausgewichen. Und zack. Seht ihr, wenn er hinfällt, hat man trotzdem noch genug Zeit, um hochzuspringen. Gut, dann kann ich zwar nicht kontern, aber... Meine Güte, beziehungsweise vielleicht geht es auch, dass man da trotzdem kontert. Aber das ist jetzt auch nicht so elementar wichtig. So, jetzt haben wir alle 3 draußen. Ja, seht ihr, man kann sogar kontern.
Und der nächste bitte. Zack, dankeschön. 57 Erfahrungen. Das ist eigentlich ganz angenehm. Auf dieser Karte könnt ihr erkennen, wo ihr seid und wo sich die Speicherblöcke befinden. Seht sie euch an, wenn ihr euch im Verlies verlaufen habt. Krass. Ist das jetzt hier, ist hier der Witzwein? Ich muss wahrscheinlich nach da oben, oder? Und wo bin ich? Ich bin da. Das heißt, ich kann jetzt da nach oben, aber es bringt mir nichts. Ach, Mann, ey. Okay, der Gegner hat mich jetzt ein wenig überrascht. Aber das soll nicht weiter schlimm sein. Da oben ist ein einzelner Raum. Ich weiß allerdings nicht, wofür der ist. Aber wir werden uns das natürlich angucken. Gar keine Frage. So, ausgewichen. Und? Ausgewichen. Die Parts werden, ich bin wie gesagt ja noch ein bisschen erkältet, man hört es wahrscheinlich auch. Es wird jetzt die nächsten 3, 4, 5 Parts wahrscheinlich noch so sein, dass ich mich ein wenig erkältet anhöre danach, weiß ich noch nicht, das werden wir dann sehen. Jetzt, ich dachte gerade, ich habe den Sprung ausgewählt. Danach weiß ich noch nicht genau. Autsch. Das müssen wir dann einfach mal sehen, wie ich mich regeneriere, aber jetzt halt fürs Wochenende aufnehmen und so, das geht halt nur jetzt und jetzt bin ich halt noch ein wenig erkältet, aber das kriegen wir auch schon alles gebacken. Naja, gar kein Problem, hauen wir den eben tot, zack. Und dann müssen wir halt hier nur einmal ausweichen, ja, das ist nicht so das allergrößte Problem. Und ja, wenn ich dann, ja, aber ich denke, es geht ja auch so, oder? Ich höre mich wahrscheinlich nicht perfekt an, aber ich denke, es ist auch nicht ganz so schlimm. Ich denke, damit kann man durchaus leben. Es ist jetzt nicht so, dass es hier irgendwie mega scheiße ist. Ja, das... Jump. Ich würde jetzt ja gerne in die Röhre, aber ich weiß nicht, was sie bringt. Ach so, doch. 1 und 5? WTF? Habe ich so viele verpasst oder kommen die einfach erst noch? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Naja. Ist auch nicht so wichtig. Naja, aber... okay. Jetzt komme ich hier nämlich... Ja. Ich glaube so. Genau. Hammer. Wunderbar. Deswegen werden die Parts aber jetzt auch einfach ein bisschen kürzer. Also ich werde meinen Controller... Ich kann einfach nur hoffen, dass er... Ja, er ist gerade... Ich glaube, ihr hört das, oder? Ich glaube schon. Das tut mir dann in dem Moment auch leid, aber... Naja, was soll ich machen? Was soll ich großartig machen? Ich kann nicht viel machen, ja. So. Die können wir kaputt machen. Oh, da ist ein Durchgang. Und da ist auch ein Durchgang. Ja, jetzt werden wir hier sehr viele Rätsel... Ja, was heißt Rätsel? So schwierig. So krasse Rätsel sind jetzt auch nicht. Jetzt werden wir hier wahrscheinlich viel... Rumgespiele mit dem Groß und Klein haben. So, wir haben direkt das richtige Tor gefunden, aber auf der anderen Seite sind, glaube ich, noch ein paar Items. Die werden wir uns natürlich auch noch holen. Ein Pilz. Ein Sirup. Und noch ein Sirup. Sirup haben wir, glaube ich, auch relativ viele. So. Dann gehen wir mal weiter. Springen. Oh. Mann. Das ist ja echt ein bisschen verwirrend. Ich habe mich da einfach mal jetzt... WTF. Fast Spaß Teil 1. Eine Kurzballade in 2 Sätzen nach In Vino Veritas. Ein leeres Fass steht einsam da, tauchst du direkt darunter auf, so nimmt das Fässchen seinen Lauf. Okay. Fand ich jetzt nicht so geil, aber naja. Hätte man noch ein 4... Ah ne, da muss ich mit Luigi, logischerweise. Ja, hau nochmal auf ihn drauf, jetzt wechseln wir und dann machen wir so, genau, und dann zack und jetzt wunderbar und wupp, stellen wir es hier drauf. Ja. Ungefähr so. Warum das jetzt reflektiert, weiß auch keiner, aber naja. Viele kleine Rätsel, das ist, oh, Shy Guys, sind das unsere Gegner oder sind es, sind wahrscheinlich Gegner, oder? Boah. Die haben einen Speer nach uns geworfen. Krass. Darf ich da drauf springen? Ja, darf ich.
Gut, mit einer Runde zweimal draufspringen sind sie zumindest tot. Das heißt, sie sind jetzt nicht so übermäßig stark, aber... Naja, ne? Man kann sie auf jeden Fall nicht kontern. Ja, die haben auch gar nicht so viel Leben. Haben jetzt 30 EP gebracht, zwei Stück, ja. Gut, jetzt weiß ich wieder nicht, 1000 Wege. Okay, hier gibt es ein paar Items. Naja, ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Da, zack. Frischwurz, ein Pilz. Links und rechts und links und rechts und links und rechts und ich habe mich vertan. Wunderbar. Ich weiß immer noch nicht so genau, wofür ich die Münzen brauche. Klar, ich kann mir davon Pilze und so kaufen, aber... Ja, so richtig, ne? Irgendwie mal was Richtiges gibt's da auch nicht. Ich hätte gerne mal eine neue Hose und so. Ja, mein Controller. Ich darf mich nicht bewegen, das ist ein bisschen schwierig. Das ist echt extremst schwierig. So, Mario. Und nochmal Mario, aber ich habe es nicht geschafft. Sprung, nein, natürlich nicht. Ah. Wunderbar. Aber er ist nicht tot. Leider. Und bam. WTF. Okay. Das war... Boah, das ist... Was ist mit ihm los? Ist es jetzt so ein einmaliger Gegner oder ist es immer so? Ja, ich habe da irgendwas bekommen. Stachel. Ich habe es nicht genau gesehen. Level up. Boah, eine 0 bei Blütenpunkte. Naja, ist ja fast schon normal. 2 Angriff, 2 Verteidigung, 3 Geschwindigkeit, nur 3 Bart. Ey, ganz im Ernst. Der steht doch richtig gut da. Noch ein bisschen mehr HP würde sich, glaube ich, lohnen. Da ist nur eine 1, glaube ich. Da sind auch ein paar Vierer. Ich erkenne die Zahlen auch nicht so gut, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich darf aber den Angriff nicht, weil dann kriege ich wieder Ärger. Machen wir die Verteidigung. Oh, da war eine 1. Ey, wenn ich da jetzt eine 1 bekommen hätte, ne? Dann wäre ich aber ausgerastet. Und Level 13. Ein bisschen... der hat schon viel Verteidigung, aber wenig Angriff. Oh, da waren voll viele Vierer und Zweier. Und dann kommt eine 1. Ich mache jetzt nicht mehr Angriff, aber es war echt, ihr müsst jetzt auch mal einsehen, das war echt verlockend. Aber ja, ich werde demnächst auch einmal, was ist denn so wichtig? Also jetzt nicht nur im Sinne von, ich meine, ganz im Ernst, ich finde die Geschwindigkeit ist doch in Ordnung. Ja, Luigi muss nicht unbedingt als, der kann ja auch kontern und den Bart, ich weiß nicht, der Bart ist immer so ein bisschen hinterher. Lohnt es sich überhaupt großartig, den Bart? Also soll man da echt 2, 3 Level rein investieren oder, ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Bin mir da unsicher. Ihr dürft mir da gerne schreiben, was ihr da so für Taktiken, was ihr besser findet, was ihr angebrachter findet, ja. Ach komm. Ach komm, ey. Macht der mir noch ein Damage hier. Mir gefallen die Hämmer tatsächlich so im Angriff sehr, sehr, sehr gut. Jetzt geben wir erstmal Mario noch einen Pilz, weil wir haben 45 Pilze, ist der Wahnsinn. 18 mal Sirup. Ja, vielleicht sollten wir mal ein paar Brüderpunkte aufladen für den Boss oder so. So, wir sind jetzt hier oben, wir waren aber gar nicht da links. Naja, ich will mal 2 Räume zurück. Ich meine auch, ich weiß gerade, was das für ein Raum war. Boah, mein PC ist so laut, ne? Ich weiß nicht, ob man den hört, aber... Ist mir ein bisschen unangenehm. Ja, und hier nach oben. Ja, da komme ich locker hoch. Hier kann ich noch zur Seite. Ach, da ist so ein Cooper wieder.
Da kann wer oder was auch immer kommen, nichts wird mich umwerfen. Schätze ich jedenfalls. Ja, den können wir wahrscheinlich noch nicht umwerfen. Na gut, dann haben wir wenigstens nachgeguckt, weil es hat mich jetzt schon irritiert, dass da so ein riesiger Abteil ist, wo wir jetzt noch nicht hingegangen sind und naja, aber ist anscheinend extra so. Keine Ahnung, wie und wann wir die Koopas umwerfen können, aber das schauen wir dann beim nächsten Mal. Ich will jetzt noch einmal auf die Karte gucken. Ne, hier bin ich falsch. Ich will jetzt noch einmal auf die Karte gucken, um zu schauen, wo wir sind. Und dann geht's hier im nächsten Part weiter. Wir können entweder nach links oder nach oben oder nach rechts. Machen wir da rechts in dem Einzelraum schon? Ja, doch. Gut, dann gehen wir im nächsten Part hier nach oben. Und dann gucken wir mal, was uns hier so noch so erwartet. Wir haben noch ein paar Räume vor uns. Da ist wieder ein Speicherslot. Und da oben ist ein Happy Face, keine Ahnung. Mal gucken, was uns das bringt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch Spaß auf das und noch Lust auf das Projekt. Lasst mir was da. Bis dann und ciao. Tschüss, euer Cornel.